Super. Hallo zusammen, ich bin Martin, Creative Technologist und leite bei BBDO den Bereich Digital Consulting. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, Sie in den nächsten Minuten mit auf eine Reise zu nehmen, in deren Verlauf wir eine völlig neue Tiefseespezies entdecken, mit ihrer Hilfe viele Menschen bewegen und dabei eine WWF-Petition über die Ziellinie von 2 Millionen Unterschriften tragen. Dieser Case zeigt exemplarisch, wie wir bei BBDO Mobile-Kampagnen für unsere Kunden angehen. Aber stopp, 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 ein NGO-Case, gerade wenn Sie in klassischen Konsumgüteragenturen, Entschuldigung, Bereichen arbeiten, werden Sie sich jetzt berechtigterweise fragen, was bringt es mir, in einen NGO-Case einzutauchen? Vielleicht stellen sich Ihnen auch die folgenden drei Herausforderungen, vor denen der WWF stand. Zwar ist es erstens Awareness schaffen. Wie schafft man mobile Awareness für ein Thema oder vielleicht in Ihrem Fall ein Neuprodukt? Die zweite Herausforderung, ein Conversion-Ziel erreichen. Wie schaffen wir es mit unserer Kampagne, Menschen von einem anfänglichen Interesse zu einer konkreten Handlung zu bewegen? Und drittens, Markenwahrnehmung verändern. Wie können wir das hinbekommen, dass man einer Marke etwas zuschreibt, was sie eigentlich gar nicht im Portfolio hat? Wie sich unsere Kampagne für den WWF in diesen drei Bereichen geschlagen hat, sehen wir uns heute an. Werfen wir aber vorher einen kurzen Blick auf die Ausgangssituation. Die kennen Sie eh alle, die muss ich gar nicht lange erklären. Plastik ist ein unglaublich gutes und praktisches Material, nur unser Plastikmüll. Er landet oft dort, wo er nicht landen sollte, in unseren Ozeanen. Erst schwimmt er so an der Oberfläche, dann zersetzt er sich zu Mikroplastik und ist damit überall. Wissen wir alle längst und ganz ehrlich, was soll man als Einzelperson dagegen machen? Also, was hilft wirklich gegen die Plastikflut im Meer? Was es bräuchte, wäre eine globale und rechtlich bindende UN-Konvention und genau die möchte der WWF erreichen mit einer Online-Petition, die er 2019 gestartet hat und für die er 2 Millionen Unterschriften benötigt. Als unsere Kampagne im März 2020 startet, sind diese 2 Millionen einfach noch nicht erreicht. Wir müssen daher stark auf Conversion optimieren und stehen dabei vor der Herausforderung, dass jeder beim altbekannten Plastikproblem am liebsten schnell weiter scrollt. Aber das war nicht unsere einzige Herausforderung, denn dann kam Corona. Spätestens in der Coronavirus-Pandemie kann man nicht einfach tausende UNICEF-UnterstützerInnen in die Fußgängerzonen stellen, um Unterschriften zu sammeln. Aber vielleicht ist Mobile Marketing ein Weg. Die allergrößte Herausforderung im Mobile Marketing ist, aufzufallen, nicht in der Masse unterzugehen. Und hier kommt unsere Kernkompetenz als Agentur ins Spiel, Kreativität. Wie sieht eine Idee aus, die solch eine Stopping Power hat, dass Menschen beim Thema Plastikmüll nicht einfach weiter scrollen? So sieht sie aus. Eurythenes plasticus. Und das ist eine neue Tiefseespezies, benannt nach dem Plastik, das sie kontaminiert. Das Plastikmüllproblem geht tiefer, als wir denken. Das ist kein Fake. Wir haben in Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen der University of Newcastle eine neu entdeckte Tiefseespezies benannt, wie Sie hier gerade sehen können. Und zwar nach dem Plastik, mit dem Ihr Körper bereits kontaminiert ist. Eurythenes plasticus. Die Spezies wurde in über 6000 Metern Tiefe im Marianengraben gefunden und ist jetzt Teil des weltweiten Artenkatalogs. Warum das alles? Die allererste Aufgabe von Mobile Assets ist, Aufmerksamkeit schaffen. Und wir glauben, das funktioniert ganz gut. Zeige ich Ihnen aber heute auch, wie gut das funktioniert hat. Im Kontrast dazu gibt es die immer wieder gesehenen Meere von Plastik, die sich in unserer Wahrnehmung einfach abgenutzt haben. Wir müssen also irgendwie das Thema an die Menschen bringen über andere Inhalte, Neues, Ungesehenes zeigen. Das hier, das ist ungesehen. Die begleitende Facebook Brandlift Study hat ergeben, wir haben hiermit bei unserer Zielgruppe ein Bewusstsein für das Problem geschaffen. Und das 7,8 mal effizienter als die durchschnittliche NGO-Kampagne auf Facebook und Instagram. Also können wir das hier schon mal abhaken. Awareness geschaffen, ja. Es gibt in diesem Case noch viel mehr zu entdecken. Den ganzen Case finden Sie auf plasticus.bbdo.de, die Adresse, die Sie da unten sehen. Die werde ich am Ende auch nochmal zeigen und nicht nur die Assets, die auf der Folie sind, sondern noch ganz viel mehr und ein paar Hintergrundinformationen sind da. Jetzt haben wir das Interesse der Zielgruppe. Jetzt wollen wir sie zu einer konkreten Handlung bewegen. Aber wie machen wir das am besten? Wie können wir also jetzt Assets gestalten, die die Conversion so gut wie möglich treiben? Egal, ob es um NGO-Kampagnen geht, Tiefkühlpizzen oder Autos. Das Problem ist häufig, dass Kampagnen nicht iterativ weiterentwickelt werden. Oder schlimmer, dass sie gar kein messbares Ziel verfolgen.
Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwierig, ja sogar naheliegend. Die vorhandenen Tools zum Testen, Lernen und Optimieren, die müssen einfach nur genutzt werden. Sehen wir uns anhand eines Beispiels an, wie wir unsere Kampagne immer weiter optimiert haben. Alles, was wir tun, basiert erst einmal auf Hypothesen. Und eine gute Mobile-Kampagne überprüft diese Hypothesen, während sie läuft und wählt dann den Weg der besten Performance. Diese beiden Assets verfolgen das Ziel, die User die Petition unterschreiben zu lassen. Und die Frage ist jetzt, welcher Call to Action führt dann zu mehr Unterschriften? Was denken Sie? Ist es A, Swipe Up mehr erfahren, oder ist es B, Swipe Up zur Petition? Wir haben das im Team leidenschaftlich diskutiert und ich habe darauf gewettet, dass B zur Petition besser funktioniert. Ist immerhin die direkte Aufforderung zur Conversion. Das Ergebnis war, mehr erfahren ist 26% effektiver. Schon überraschend, oder? Weil mich hat es überrascht. Okay, was fangen wir jetzt mit so einer Erkenntnis an? Der nächste Schritt ist, darauf aufbauend neue Hypothesen aufzustellen, sie im weiteren Verlauf der Kampagne zu überprüfen. Sie sehen das hier schon, zum Beispiel A mehr erfahren und A2, eine Variante, jetzt mehr erfahren, gegeneinander zu testen. Kurzum, wir entwickeln Kampagnen stetig auf Fakten basierend weiter. Solche Test-and-Learn-Strategien sind nicht mehr wegzudenken. Okay, wir haben jetzt gelernt, für Stopping Power braucht es Kreativität, für Performance brauchen wir Test-and-Learn-Strategien und um das Conversion-Ziel zu erreichen, nutzen wir am besten alle Assets. Das Conversion-Ziel ist in diesem Plastikos-Case, Petitionsunterschriften zu sammeln. Bei Ihnen ist das vielleicht Zahnpasta verkaufen, Mobilfunkverträge oder etwas ganz anderes. Ob und wie gut wir unsere Ziele erreicht haben, das zeigen die Zahlen. Wie wir wissen, sagen solche Metriken wie Likes, Comments und Shares noch nichts darüber aus, inwiefern Performance und Marken-KPIs erreicht wurden. Wir fokussieren uns deshalb auf die Business-Ziele, die der Kunde und wir uns gesteckt haben. Und da sind sie wieder, unsere drei Herausforderungen. Awareness schaffen, sie ändern sich, das haben wir 7,8 Mal effizienter geschafft als die durchschnittliche NGO-Kampagne auf den Plattformen. Das Conversion-Ziel erreichen, also hat unsere Kampagne dazu geführt, dass mehr Menschen die Petition unterschreiben? Ja, wir haben es sogar über die 2-Millionen-Marke geschafft. Und das wirklich effektiv. User, die unsere Paid-Kampagnen-Assets sahen, haben 5,4 Mal häufiger unterschrieben als User, die nur den organischen Content sehen. Zu guter Letzt, Markenwahrnehmung verändern. Und da möchte ich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Der WWF steht ja eigentlich eher für Artenschutz. Hat diese Kampagne dazu geführt, dass Menschen die Arbeit des WWF gegen die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll anders sehen? Schauen wir dazu auf ein weiteres Ergebnis aus unserer Facebook Brandlift Study. Menschen, die die Assets sahen, bescheinigten der Marke WWF viel öfter ein hohes oder sehr hohes Engagement in der Bekämpfung der Plastikflut in unseren Ozeanen. Umweltschutz. Diese erweiterte Markenwahrnehmung war 30 Mal effizienter als bei der durchschnittlichen NGO-Kampagne auf Facebook und Instagram. Und wenn wir das mal kurz übertragen in die Betriebswirtschaft, das wäre so, als ob Sie mit Ihrer Konsumgütermarke für Hautpflegecreme stehen und Sie es nun mit einer Kampagne schaffen, auch für Make-up zu stehen. Und Sie diese Erweiterung der Markenwahrnehmung 30 Mal effizienter hinbekommen als die Konkurrenz. Zum Abschluss möchte ich noch zwei Dinge an der Kampagne hervorheben. Erstens eine starke Kreatividee, die die User in ihrem Scrollen stoppt und sie in das Thema hineinzieht und viele Menschen so sehr dafür begeistert, dass sie die Petition unterschreiben. Und zweitens ihr wirksamer Test-and-Learn-Ansatz, dessen Ergebnisse auch uns zum Teil überrascht haben und unsere Kommunikation wirksamer werden ließen. Wir konnten mit dieser Kampagne viel für den Kunden erreichen. Über dieses kleine Gerät bewegten wir Menschen dazu, unser aller Umwelt und Leben zu verbessern, trotz des vorherrschenden Themas Corona und eines geringen Media-Budgets. Für uns beweist das die Kraft von Mobile Marketing. Dieser Case zeigt exemplarisch, wie wir arbeiten. Wir lernen zusammen mit unseren Kunden aus jeder Kampagne. Wenn Sie mögen, gerne auch gemeinsam mit Ihnen. Und das war unser Case. Ich habe mich kurz gefasst, weil ich Sie noch um etwas bitten möchte. Unterschreiben auch Sie die Petition. Können Sie ganz einfach auf plastikus.bbdo.de. Dort finden Sie auch viel Material, falls Sie zum Beispiel diesen Vortrag nicht von Anfang an sehen konnten oder ein bisschen tiefer eintauchen möchten. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen, jetzt im Q&A oder auch gerne in einem Einzelgespräch. Meine Kontaktdaten, die sind auch auf plastikus.bbdo.de.